Das wird die Beate Meinung-Reisinger noch einzelnen Leuten bedanken. Und das ist großartig, von der Steffi Crisper bis zum Hans-Peter Haselsteiner bis zum Sepp Schellhorn. Es sind so viele engagiert. Und diese Flüchtlingsthematik ist nur ein Ausdruck dessen, was derzeit passiert. Wir sind hier in Zeiten der Bewegung der Veränderung. Wir stehen an einem Scheitelpunkt der Geschichte. In mehrfacher Hinsicht an einem Scheitelpunkt der Geschichte. Wir stehen auf europäischer Ebene und heute hat das Europäische Parlament zugestimmt mit unserer Unterstützung einer europäischen Quote. Das ist gut so, Angelika. Dankeschön. Europa muss sich neu erfinden an diesem Scheitelpunkt der Geschichte. Das ist völlig außer Streit. Das ist ein Zeitpunkt, an dem wir Weichen stellen werden müssen in den nächsten Monaten und Jahren. Und wir werden an dieser Weiche stehen und wir werden mit Richtung geben. Das ist völlig außer Streit. Österreich, auch hier am Scheitelpunkt der Geschichte. Wir alle spüren, da geht was zu Ende. Da liegt was im Sterben. Dieses rot-schwarze Machtkartell, das aufgrund der Geschichte Österreichs und der Wendungen, die wir hatten seit 1945, die richtige Antwort wahrscheinlich war 1945, in Richtung ÖVP, SPÖ, von einem Neos, ja, ihr habt gute Dienste geleistet diesem Land. Dankeschön dafür. Aber ihr seid ein Fall für das Haus der Geschichte. Wir Neos sind vor gut 3 Jahren aufgebrochen. Beate Meinl-Reisinger, mittendrin, Beate. 40 Menschen sind aufgebrochen. Weil wir gesagt haben, wir halten das nicht mehr aus. Wir können nicht mehr ruhig sitzen auf diesem Sessel. Egal wo er steht, daheim, im Beruf. Wir können die ZIP 1, 18, 19 oder 30 einfach nicht mehr aufdrehen. Ohne hier in Rast zu kommen, weil wir alle wissen, ja auch Österreich steht an einem Scheitelpunkt der Geschichte. Wir müssen dieses Land natürlich neu erfinden, dieses rot-schwarze Machtkartell, das uns große Dienste geleistet hat. Ist am Ende, es ist hohl, es ist blutleer, es ist müde und es ist korruptionsanfällig. Das sehen wir an jedem Eck. Und wenn ich dann herunterzoome auf Wien, dann wird es hier besonders sichtbar. Dieses rot-schwarze Machtkartell in Wien durch eine SPÖ repräsentiert, ist heute vor allem eines, Ausdruck struktureller Korruption. Ja, wir haben auch der SPÖ in Wien vieles zu verdanken. Da stehe ich nicht an, auch an Häupl ein Dankeschön zu senden von dieser Stelle. Nur genug ist genug. Der Häupl hat fast 4 iranische Präsidenten überlebt. Der hat den 3. Kim Jong irgendwas überlebt, in Nordkorea mittlerweile, den 4. oder 5. amerikanischen Präsidenten. Wenn man zu lange im Amt ist, dann beginnen natürlich diese Verbindlichkeiten für Freunde, Klientelwirtschaft zu wuchern, allen Art. Und dann beginnen diese Muster struktureller Korruption zu blühen. Und wir Neos treten an, um das zu beenden. Weil natürlich ist Wien eine großartige Stadt und wenn ich Sie als Vorarlberger sage, ich liebe Wien, dann ist es ein wagemutiges und mutiges Bekenntnis, weil ich will meine Eltern besuchen. Ja, ich liebe Wien. Das ist eine großartige Stadt. Aber es ist unerträglich, dass eine Partei in ihrer Machtbesoffenheit glaubt, diese Stadt gehört mir. Es ist unerträglich, dass wir mittlerweile World Champion, wir sind Weltmeister, zumindest in Demokratien, mit den Kim Jong irgendwas wollen wir uns nicht messen, in Sachen Parteienförderung sind. Das ist unerträglich, das muss man beenden. Es ist unerträglich, dass wir heute Native Speaker, Englischlehrer nach Hause schicken, weil wir sagen, wir haben das Geld nicht. So viel zum Thema Flügelheben, aber gleichzeitig die Parteienförderung jedes Jahr anheben. Das ist unerträglich.
Und da stehen wir auch hier, wenn wir auf ihn schauen, am Scheitelpunkt der Geschichte. Hier geht was zu Ende. Keine Frage. Und ich weiß, wir haben einige, viele junge Kandidatinnen und Kandidaten. Ich habe den Christoph Wiederkehr schon gesehen, Walter Hatzenbichler noch nicht, aber er ist sicher da. Wo sind die zwei? Ja, sicher. Ja. An der Bar. Da sind sie. Die Jean, wo ist sie? Die habe ich auch schon gesehen oder heute vermisst. Sicher auch da. Wir haben viele junge Leute, die antreten. Und wenn ihr euch vorstellt, wir beamen uns ins Jahr 2035. 11. Oktober. Und ihr sitzt am Mittagstisch mit euren Kindern. Und die kommen nach Hause am 11. Oktober und sagen, du, ich habe deine Geschichte ausgefasst, dein Referat über diese Jahre der Wendung, über diese Scheitelpunkte der Geschichte. 2015 folgend. Kannst du mir was erzählen? Papa, Christen. Und wenn er seinen Grundsätzen treu geblieben ist, als Freunde der Freiheitsliebe, der Eigenverantwortung, wieder sagen, ja, recherchier du mal selbst und dann reden wir. Mit welchem Befund wird Carlos und seine Schulfreundin Hermine zurückkommen an diesen Mittagstisch? Sie werden zurückkommen und sagen, hey, wir haben das recherchiert, das ist für uns unglaublich, das musst du uns erklären. Was hast du damals gemacht? Wir haben herausgefunden, damals, ihr wart an einem Punkt, wo ihr die höchste Staatsverschuldung hattet seit dem Bestehen der Republik, und wir haben runtergesucht auf Wien. Die Wiener haben zu dem Zeitpunkt 2015, die haben die Staatsschuld innerhalb von 3 Jahren, von 7 Jahren verdreifacht, vervierfacht fast. Wir haben runtergesucht. Ihr hattet ein Pensionssystem, das für unsere Generation nicht gehalten hätte. Damals gab es einen Bürgermeister, Hauppel, der wollte diese Pensionsprivilegien bis 2042 verlängern. Wir haben klar war, dass es für die jungen Menschen sich in keinster Weise ausgeht. Aber wir hätten es zahlen sollen. Damals war klar, dass ihr einen Bildungsnotstand hattet. Sie hattet 20% der jungen Menschen, die nicht gerade lesen konnten. Das ist in der Geschichte noch über Jahre und Jahrzehnte nachzuverfolgen, dass Österreich und Wien an dem gekaut hat. Damals war klar ersichtlich, dass Wien zurückgefallen ist in vielen Bereichen. Die höchste Arbeitslosigkeit in Österreich 2015 seit 60 Jahren. Um 20% allein ist Wien gewachsen in der Arbeitslosigkeit zwischen August 2014 und 2015. Papa, ist euch nichts aufgefallen damals? Auf welcher Seite warst du? Wo warst du? Und dann werden unsere Augen funken. Weil wir dann sagen, an diesem Scheitelpunkt der Geschichte waren wir in Europa, in Österreich und in Wien auf der richtigen Seite. Wir waren auf der richtigen Seite. Budgetfrage, noch in der Pensionsfrage. Wir haben hingeschaut. Und damals war das einer der Zündungspunkte unserer Bewegung. Wir waren bereits 2 Jahre im Parlament und einer der Zündungspunkte war damals, dass Neos hier mit großer Kraft in das Ratshaus eingezogen ist. Beate Meinl-Reisinger und ihre Männer und Frauen. Es war eine Wohltat für uns zu sehen, wie sie da einheizt, jeden Tag. Und damals war ein Riesenschritt. Und der Christoph würde seinen Sohn und seine Freundin weiter wegschicken und sagen, jetzt recherchiert die Folgejahre. Es können nämlich große Jahre werden für Wien. Stellt euch vor, wenn jemand aus unserer Generation Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird.
diesem Scheitelpunkt der Geschichte geht es auch darum, natürlich eine Weiche zu stellen. Es gibt zwei Optionen für Veränderung. Jene, die sagen, ja, ich will diesen machtbesoffenen Filz verlängern für weitere 6 Jahre, der muss rot oder grün werden. Jene, die sagen, der Filz braucht einen Steigbügelhalter, der hat eine weitere Option. Ich sehe schwarz. Jeder, der sagt, ich will Veränderung in dieser Stadt, der hat 2 Optionen. Nicht 3, der hat 2 Optionen. Der hat die Option einer rückwärtsgewandten Kraft, die in dieser Stadt den Hass sät, den Zwiespalt seit über 20 Jahren, von Wien darf nicht Chicago werden, bis der Heimstadt ist nah, oder einer weltgewandten, offenen Metropole. Und wir glauben an Europa, wir glauben an Österreich und wir glauben an dieses Wien, dass dieses Wien ein Leuchtturm sein kann für eine weltoffene europäische Weltstadt. Natürlich! Und dafür werden wir kämpfen. Und jetzt komme ich zum Abschluss zu jedem Einzelnen von euch. Die wichtigsten 4 Wochen einer Wahlkampagne sind die letzten 4 Wochen. Und die beginnen heute. Wir bekommen hier in dieser Stadt nichts geschenkt, weil die Kräfte struktureller Korruption, die wollen uns nicht. Die brauchen uns auch nicht. Die wollen 6 Jahre Verlängerung. Und wenn wir sagen, wir wollen dieses System aufbrechen, dann wird jeder von uns und jede von uns laufen müssen in diesen letzten 6 Wochen. Jeden Tag. Und ich werde selber laufen, Neos-Atom-Abend, fast jeden Tag. Ich werde selber im Container stehen, ich werde in den Bezirken sein. Wir werden überall sein, weil wir sind die Stimme einer neuen Generation. Und wir werden Veränderung in diese Stadt bringen.